Ich habe mit ihm gesprochen. Ich hab auch zu ihm gesagt, es tut mir leid, dass der gestrige Tag so lief. Er war da sehr verständnisvoll, hat es aufgenommen. Wie gesagt, wir hatten immer einen guten, transparenten Austausch, jeden einzelnen Tag. Und deswegen war das jetzt zwischen Domenico und mir oder uns kein Problem. Wir haben uns den Prozess nicht leicht gemacht und haben sorgfältig abgewogen. Und es gab natürlich auch noch die Frage zu beantworten, erfüllen wir die formalen Voraussetzungen, dass Huub Stevens dieses Amt für diesen Zeitraum übernehmen kann. Was ich getan habe, ist, gemeinsam im Team, dass wir die letzten 14 Tage viel beobachtet haben, gesprochen haben, zugehört haben und wir eben dann zu der Entscheidung gekommen sind, ja, auch kurzfristig in der englischen Woche, aber das gab es auch schon im Fußball, die Entscheidung getroffen haben, der Karren ist jetzt zu verfahren, wir können so nicht weitermachen, es steht zu viel für Schalke 04 auf dem Spiel und die Situation ist prekärer, als viele es denken. Und von daher haben wir bei klarem Verstand diese Entscheidung so getroffen, wohl wissend, dass wir uns in der englischen Woche befinden.